An der Bullet von Royal Enfield scheint der Zahn der Zeit Sendepause gehabt zu haben. Das klassische Design der 60er Jahre, der nahezu vollständige Verzicht auf Kunststoffe, wenn man von Kabel, Ummantelungen und Instrumenten absieht, Metall, wohin man auch blickt. Und der aufrecht stehende Motor, der aus einem halben Liter Hubraum sagenumwobene 28 PS wummern lässt. Wer sich bereit ist zu erden, der ist auch bereit, sich auf eine Royal Enfield einzulassen. Die Exil-Britin wird nach wie vor in Indien gebaut und mich würde es nicht wundern, wenn die alte Dame die Distanz zwischen Indien und Europa auch auf den eigenen Rädern zurücklegen könnte.